Hallöchen Leute, herzlich willkommen zurück zu Minecraft. Ist auch seit 306. Beim letzten Mal haben wir uns in eine Höhle begeben und da wollen wir jetzt eigentlich auch wieder raus. Unter anderem, weil es ist bald Zeit. Also heute ist Montag. Dann kommt es am Montag raus, für mich ist auch Montag. Und morgen ist es soweit, das 1.19 Update kommt. Und eigentlich würde ich mich da ja ein bisschen darauf vorbereitet haben, aber ich glaube, das war dann doch ein bisschen zu wenig Zeit. Aber ist okay. Ja, trotzdem noch ein bisschen Cookie machen. Zum Beispiel hier hinten weiter. Ich würde eigentlich ein bisschen mehr Eisen haben und sowas, aber. Und vor allem Nahrung. Nahrung wäre halt sehr wichtig gewesen, aber. Ist okay. Wir werden schnell genug ins neue Gebiet kommen, hoffentlich. Oder ins neue Gebiet. Oh! Neue Gebiete. Ach, nur ein? Nee, komm schon. Komm schon, Spiel. Mindestens ein zweiter. Na komm. Na komm. Manno. Na gut, wir sind jetzt bei 5 Dias. Das ist akzeptabel. Im nächsten Update soll ja das Deep Dark dazukommen. Bin ich ja mal sehr gespannt. Ich hab ein bisschen geschaut, was der Warden denn überhaupt ist. Hat man beim letzten Mal, glaube ich, auch schon ein bisschen gemacht. Und der Dude hat wohl 500 HP. Das sind 250 Herzen. Und er one-shottet einen. In full Neverite Armor. Neverite ist nochmal ein höher als dir. Also der macht, glaube ich, irgendwie 22 Herzen Schaden. Also mit dem Kollegen ist nicht zu spaßen, aber der läuft halt nicht einfach rum. Den muss man quasi aktivieren. Apropos Dudes, die man aktivieren muss. Holy shit. Wann tun Endermen denn so weh? Ich muss doch auf ein Schwert umwechseln, also. Weiß ich nicht. Die Äxte sind mir dann doch zu langsam. Vor allem, wo ist denn das Ganze? Ich bin nicht zufrieden mit den Erzen. Warum nur so wenig? Ja gut, funktioniert halt jetzt mit Luck, ne? Also. Oder Fortune, wie es ja heißt. Ich bin auch viel zu niedrig für optimales Eisengefarme. 3 Skelette. Ist das eine Minenschacht? Oh. Ist nicht so gut. Eigentlich das einer von denen. Genau, genau so.
Ausgezeichnet. Drei Creeper. Ne, ich brauche ein Schwert. Das Axt ist halt, lädt halt wirklich zu langsam für meinen Geschmack auf. Also, ja. Habe ich auch schon mal besser hingekriegt, alles. Doch irgendwo Eisen. Redstone kann ich halt verzichten, so, ne? Aber Eisen wäre halt schon Knorke. Jetzt hätte ich natürlich auch kein Schwert für die Spinnenweben hier. Hm. Habe ich noch Eisen? Ja. Also Axt ist halt legit eher so für... Oh, ein Spawner. Eher so für PvP. Das ist ziemlich lucky. Auch wenn ich keine Ahnung habe, warum die sich nicht da rausbewegen. Diamond Horse Armor, jawohl, den nehmen wir mit. Pumpkin. Ja, mein, warum nicht? Lecker Brötchen. String. Kohle, immer gern gesehen. Cat. Bauen. Ja gut, warum nicht? Beetroot Seed. So lecker war jetzt nicht, aber oh. Das wiederum ist richtig lecker. Im Tank. Gönnen wir uns. Stacken die mittlerweile? Ja. Okay. Not bad. I like it. Oben wäre Eisen. Gott, die Glow Legends sehen hier aus wie goddamn Dias aus dem Augenwinkel. Aha. Erwischt. Yeah.
Aha. Aus der Richtung da kommen wir. Ziemlich sicher. Natürlich das eine Eisen da nicht mit. Ach, ist das doch Gold. Ist Gold überhaupt was für irgendwas nützlich außer goldenen Äpfel? Und Booster. Für Nether braucht man es jetzt, ne? Damit die Piglins eigentlich umbringen. What? Schwanke, das ist ja der Weg. Na gut, ich will wissen, wo es lang geht. Mal abgang. Oh. Ging dann nicht ganz so tief runter, wie ich gekauft habe. Nein. Gott damit. Oder eigentlich raus und nicht noch weiter rein. Die Haltbarkeit von Schäden haben sie aber reduziert, wa? Sonst sind die Dinger doch nie kaputt gegangen. Wahrscheinlich genau deswegen. Ein? Komm schon, Bro. Das ist ein Enderman. Da weiß nicht, ob ich mich mit denen erstmal anlegen will. Ja, Freund. Okay, wir sind jetzt so noch oben rum, dann da runter und dann. Okay. Der Enderman hat sich selbst beseitigt. Wieder nur ein Eisen. Das ist definitiv nicht die Ebene, um nach Eisen zu suchen, ne. So, was haben wir da hinten? Irgendwas Interessantes? Ich sah aus. Hier waren wir, denke ich mal, ja. Okay, dann klettern wir jetzt immer wieder hoch und dann machen wir es auch wirklich langsam aus dem Staub, weil das Essen wird knapp. Die Kollegen hier wollte ich jetzt eigentlich noch nicht essen.
kannst du hier unten aber auch spawnen, ne? Und weil es halt so offen ist. Mehr Spawnfläche. Ging es denn hier noch irgendwo weiter? Aber noch Eisen. Eine Folge eigentlich werden hier, deswegen. Ich will halt einfach hochgehen, ja, da eine Weile AFK sein und dann. Warte, sind wir von hier reingekommen? Ja, genau, von hier sind wir runtergedroppt. Interessant. Aber nicht interessant genug, um weiter zu gucken. War auch danach noch. Mein Hauptziel ist jetzt halt erstmal rauskommen, damit ich dann das bisschen Eisen, was wir haben, durchschmelzen können und dann AFK rumstehen kann für lecker, lecker Weizen. Obsidian könnte ich halt mitnehmen. Können wir auch noch später machen. Gucken. Da oben kamen wir her. Wie komme ich denn da am dümmsten jetzt hin? Gucken, wie weit das Wasser geht. Eisen. Genau, von da oben kamen wir auch, ne? Naja, Gott, meine Jump'n'Run-Skills haben. Waren auch mal besser, ja. Ja, mich verlassen. Nu? Das Eisen hält jetzt hin. Ah, unter mir. Oho, 4. Die Firma dankt. Zu gütig, zu gütig. Nom. Okay, sieht ziemlich straightforward aus. Bin ich von hier gekommen? Nee, hier sieht es ja dunkel aus. Oh, das hindert uns nicht, noch ein bisschen Eisen mitzunehmen. Echt nicht? Ah. Boing, 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 boing.
Was, Restzone? Ah, Copper. Ugh. Kein Mensch will Copper haben. Und ab nach oben. Ewig ist es her. Blah. Ja, dann war das doch eigentlich eine recht gute Ausbeute, möchte ich sagen. I'm back. Irgendwas ist auch gewachsen. Seinen letzten Apfel verspeise ich mal. Nom nom nom. Und 8. Zack und zack. Zack und zack. Oh, Pumpkins. Bin mir nicht genau sicher, was wir alles mit Pumpkins machen können. So, futtertechnisch her. War es gut auf jeden Fall zu haben. Ach, das ist der Ofen. Also, was knackt denn hier so? Keine Gegnerz? Keine Gegnerz. Aber ein lecker Ei. Eier. Ein paar Pumpkins können wir ja machen. Schadet ja nicht. Ich würde sagen, aber hier in die Pumpkins. Halt 4 hier so hin. Dann können wir sagen. Beetroot. Die waren jetzt nicht so geil, deswegen machen wir nicht so viele von denen. Der Rest Weizen. Lecko Schmecko. So, und hier, zack, zack. Warum nicht? Ich hoffe, die wachsen jetzt nicht mit in die Richtung mehr. Eigentlich ist der Block ja belegt jetzt. Erkennt, werden mitgenommen. Und Blick, 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 Blick. Ist das Albine? It's a Biene. Ei. Die Nester spawnen random, ne? Die sind nicht einfach. Also die spawnen nicht einfach normal, sind einfach in der Welt generiert. Ist die hier einfach nur hierher geflogen? Dann ist noch eine. Und ein Schwein. Dürfen wir auf keinen Fall umbringen. War hier ein Schwein? Ich schwöre, könnte ja mal ein Schwein eben. Kann ich dich rechtsklicken? Nee. Weißt du, wenn man sie haut, dann werden sie ganz aggressiv. Der Angel wäre vielleicht auch nicht schlecht. Das Angelsystem haben sie ja nicht überarbeitet, ne? Das ist immer noch dasselbe.
Also überarbeitet im Sinne von, da haben sie jetzt nicht nochmal was geändert. Ist ja immer noch einfach. Angel raus, warten bis da diese Blubberbläschen, ja, nach vorne kommen und dann einziehen. Können wir mal gucken. Zwei. Ein paar lecker Brötchen. Eigentlich müssen wir nur einmal ein Village finden, dann und dann haben wir es quasi. Ein gutes Village und die Sorgen sind vorbei. So. Wollen einfach komplett umziehen? Wir suchen uns einfach ein neues Biom, was auch immer, ne, da reinkommt und dann schlawinern wir hinfort. Fishy Business. Okay. Ja, das System scheint auch das gleiche zu sein. Das ist gut, das ist gut. Fisch ist jetzt nicht so schlecht als Nahrung. Dem ganzen Regen ist natürlich ein bisschen, oh, lebt. Ein klein bisschen schwieriger zu erkennen, von wo die denn angeblubbert kommen. Nur ein kleines bisschen. War das ein verzauberter Bogen? Power 3, Unbreaking 3 und Mending? Holy shit! Ja, Mending ist, die Sachen reparieren sich mit erhaltener EP. Power 3, Unbreaking 3, Alter. Plus Mending. Ich glaube, Unbreaking 3 und Mending geht gar nicht aufeinander, nicht? Ich dachte, das war ein oder andere. Voilà. Cool. OP-Bo? Ist kein Infinity drauf. Und kein Flame und Punch, aber ist ja trotzdem. Trotzdem krass, Alter. God damn. Ich weiß nicht, wie sehr man erkennen kann, dass der Bogen. Ne? Oder ob das überhaupt funktioniert. Oh doch. Oh, der hat sogar ganz gut bekommen. Wir kriegen gerade keine EP. Dafür repariert sich der Bogen, aber langsam aber sicher. Hä? Da kommt einer. Alter, mit einer stinknormalen Angel krieg ich so einen krassen Bogen. Ich würde gerne nachschauen, wie hoch die Chance ist. Rotten Flesh. Mending ist übrigens definitiv besser als Unbreaking. Weil wenn du. Es geht auf alles drauf, so ziemlich. Auf Werkzeuge, auf Rüstung. Schild, bin ich mir nicht sicher. Auf die Elytra geht's drauf. Ist halt. Krass. Besser Unbreaking auch noch mit drauf, es ist halt. Wir sollten langsam. Not bad, not bad. Weiß nicht wieso, aber die Folge fühlt sich irgendwie geskriptet an. Oh, hey. Oh, ein Dungeon. Ja, Mensch. Oh, wir haben einen OP-Bogen bekommen. Das ist aber cool.
Er ist nicht OP. Oh, ist halt gut für den Anfang. Bing. Bong. Was sagt OBS? 30 Minuten. 30 Minuten ist okay. Dann möchte ich trotzdem ganz gerne mal einfach Minekraft.fandom.com Phishing. Junk and Treasure. Bow. Bows and fishing rods caught from the treasure category are enchanted at a random level between 22 and 30. Das war eine 0,8% Chance. Also eine 5% Chance, dass es ein Schatz ist und eine 0,8% Chance, dass halt ein von den 5 ist. 8, 1, 6, 2, 4, 3, 2, ein bisschen weniger, ja? Also hat man echt Glück gehabt. Dann will ich noch schauen. Mending. Mending is an enchantment that restores the ability of an item using experience. Infinity and Mending are now mutually exclusive. What? Kann man noch eins von beiden haben? Mending and Infinity are mutually exclusive. Only one can be used on a given item in the Survivor World. Okay, ist akzeptabel. Gut, ja. Dann würde ich sagen, was ist das mit dem heutigen Video? Morgen dann frisch in der 1.9. Mal gucken, wo es uns vorhin verschlägt. Ich werde einfach noch ein bisschen AFK rumstehen, ne, damit das Zeug wächst, damit wir Proviant haben. Und würde sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bye bye.